Hallo, liebe Deutschlernende! Ich habe heute mal wieder einen Produktivitätstipp für euch. Ich habe letztens eine sehr tolle Webseite kennengelernt, eine sehr tolle App. Mir wurde sie schon sehr viel früher empfohlen, mir wurde sie schon vor mehreren Monaten empfohlen, aber jetzt habe ich sie endlich ausprobiert und ich liebe sie. Also ich finde sie total toll. Und diese Webseite heißt Habitica, ja, Habitica mit C. Und bei dieser Webseite ist man praktisch ein Abenteurer, ja, so wie bei D&D, so wie bei Dungeons & Dragons. Und man muss gegen Monster kämpfen und man hat Lebenspunkte und man bekommt Erfahrungen. Aber das Ganze basiert darauf, dass man seine Aufgaben erfüllt. Ja, man gibt in die Webseite ein, welche Aufgaben man erfüllen will und welche Gewohnheiten man implementieren möchte. Und wenn man diese Aufgaben erfüllt hat und wenn man diese Gewohnheiten täglich ausführt, dann bekommt man Erfahrungspunkte und Gegenstände und so weiter. Und ich denke, das ist eine total tolle Idee, weil es ist Gamification, wie man so schön sagt, ja. Man macht das eigene Leben zum Spiel, ja. Man macht das Erledigen von Aufgaben zu einem Spiel. Und ich benutze es jetzt seit ein paar Tagen und mir macht es total viel Spaß. Ich kann es sehr empfehlen. Insofern probier es aus und sag mir, was du davon denkst. Ich bin gespannt und ich hoffe, dieser Tipp hilft dir. Ich hoffe, diese Webseite hilft dir. Es gibt noch ganz viele andere Webseiten, die ich benutze und empfehlen kann. Zum Beispiel gibt es auch Trello. Ja, mit Trello kann man auch Aufgaben anordnen. Ich finde es sehr praktisch. Und dann gibt es... Was gibt es denn noch? Das habe ich jetzt vergessen. Ah, Toggle, genau. Toggle, ich benutze auch Toggle. Damit kann man auch seine Zeit starten und stoppen. Und dann sieht man am Ende des Tages, wie viel man gearbeitet hat. Ja, man gibt ein, welches Projekt man erledigen möchte und dann drückt man auf Start. Und wenn man fertig ist, drückt man auf Stopp. Und dann sieht man, wie viel man gearbeitet hat. Und dann kann ich auch empfehlen Rescue Time. Ja, Rescue Time schaut praktisch, welche Programme man benutzt und welche Webseiten man besucht. Und man kann einstellen, was, welche Zeit sehr produktiv ist und welche Zeit nicht so produktiv ist. Wenn ich zum Beispiel sehr viel Zeit auf Nachrichtenwebseiten verbringe, dann habe ich das so eingestellt, dass das keine produktive Zeit ist. Und dann sagt mir Rescue Time, hey, du hast so und so viele Minuten mit nicht produktiver Zeit verbracht. Ja, das sind meine Tipps. Ich werde dir all die Links in die Kommentare geben. Ich hoffe, dies war hilfreich. Sag mir Bescheid in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!